Und damit Moinsen, wie angekündigt, gestern in quasi etablierten VfB-News kommt hier der zweite Podcast auf dem Kanal über die VfB-Jugend. Das wollen wir jetzt so ein bisschen in Länderspielpausen einbinden, die ja so circa alle 4 Wochen stattfinden, also halt immer an dem Wochenende quasi oder in dem Wochenverlauf, wo eben der VfB nicht in der ersten Liga spielt, so ein bisschen das Check-up machen zu unserer U21 vor allem, zum VfB 2 vor allem. Ich bin nicht alleine, das ist auch so ein bisschen das Coole an dem Podcast hier. Wir haben einen guten Marcel dabei, der eine oder andere kennt ihn vielleicht vom Instagram-Account VfB Amateure, wo auch alles, wie gesagt, zum VfB 2 am Start ist. Posts, Stories mit sehr, sehr nice Design. Da mal sehr gerne vorbeischauen. Ich mache hier so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ich nehme so ein bisschen die Faktenrolle, doof gesagt, in diesem Podcast ein und fange gleich mal an. Einfach ein bisschen Recap, so ein bisschen von letzten Jahren U21. Letzten Jahren VfB 2 und quasi die Ahnung, die Berichterstattung, die Meinung zum Kader, ein bisschen ja faktenbasiertere Meinung kann dann der gute Marcel euch später bringen. In der Regionalliga Südwest sind wir mittlerweile angekommen mit der VfB U21 und stehen da aktuell auf Platz 8. Dort gibt es tatsächlich auch 19 Teams, wie auch unter anderem Sonnenhof Groß-Asbach und auch aus der Bundesliga quasi vorhanden sind Hoffenheim 2 und Mainz 2. Haben ja einen ziemlichen Absturz miterlebt bei der U21 oder beim VfB 2. Seit 15-16 sind sie runter. Das war ja der Doppelabstieg, mit der Profimannschaft auch in die zweite Liga runter, weil damals war man noch dritte Liga, danach eben die vierte. Der nächste Doppelabstieg kam dann auch wieder 18-19, also irgendwie, ich weiß nicht, was es damit auf sich hatte, aber wir hatten bisher wirklich immer nur Doppelabstiege gefühlt. 18-19 wieder auch nochmal in die zweite Liga runter und dann ging es tatsächlich in die Fünftklassigkeit. Da sind dann auch Kollegen abgewandert, wie eben Leon Dajaku, der es dann eben attraktiver fand, zu den Bayern zu gehen, wo er wenigstens beim Bayern 2 dann dritte Liga spielen konnte. Schönerweise dann nach zwei Doppelabstiegen gab es dann einen Doppelaufstieg, eben jetzt vor der letzten Saison. Wie auch die Profis sind sie aufgestiegen und seitdem jetzt die zweite Saison in der vierten Liga zurück. Und wie schon gesagt, wir sprechen mit jemandem, der ein bisschen mehr Ahnung hat darüber, mit dem guten Marci. Wie lange verfolgst denn du eigentlich schon die Jugend? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, seit wann du den Instagram-Kanal hast, aber seit wann hast du so ein bisschen den Blick auf die Jugend? Ja, erstmal Hallo von mir auch. Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, seit wann ich die Jugend verfolge. Ich schätze mal so seit 4, 5 Jahren ungefähr. Ich habe auch irgendwie gemerkt, hey, zweite Mannschaft ist schon cool, vor allem wenn man dann die Entwicklung mit anschauen kann. Werden die Spieler jetzt hochgezogen, werden sie nicht hochgezogen? Es ist einfach was ganz Interessantes, die Entwicklung von Jugendspielern zu beobachten, wenn sie in der zweiten Mannschaft dann beispielsweise als Stürmer in der Regionalliga Südwest oder in der dritten Liga, je nachdem, 10 Tore schießen, wie sie dann sich in der ersten Liga verhalten oder auch als Abwehrspieler, wie sie in die Zweikämpfe gehen. Das ist ziemlich interessant. Ja, ich bin mal derweil runtergescrollt bei Instagram. Also der erste Beitrag von dir kam am 17. September 2020 online zum 2-1-Sieg gegen Elversberg vom VfB 2. Wir, nachdem ich schon gesagt habe, wir sind Achter aktuell mit dem VfB 2 in der Regionalliga, will ich mal kurz den Kader ansprechen. Ich mache kurz zwei, drei Neuzugänge durch. Shiplock natürlich, was jetzt, ja, je nachdem. Man spricht ja eher von Talenten und Jugendbereich und so weiter. Das ist ja Shiplock nun mal nicht mehr, aber einer, der gefestigt in die zweite Mannschaft runterkommt und auch schon bei uns natürlich bei den Profis war. Er kommt von Bielefeld. Dann eben Talent durch und durch. Kuol von den Central Coast Mariners aus, Gott, war es Australien, war es Neuseeland? Ich meine Australien. Australien, Genau. Cissé haben wir geholt. Linksverteidiger von der U19 aus Paris, wo ja auch schon Koulibaly herkam. Ich meine, es war es nicht in U19 damals, aber er kam auch von Paris Saint-Germain und eben auch Polster aus der U19 Wolfsburg-Jugend geholt. Und Abgänge waren eben unter anderem Holger Badstuber, der jetzt bei Luzern spielt. Ich glaube, der sogar international ans Werk darf in der neuen Conference League. Pasalic, den hast du mir auch schon ein paar Mal genannt. Kennen uns ja auch nicht erst seit 2 Tagen so. Wir haben uns auch schon öfter ausgetauscht über Jugend. Das ist einer, der dir ein bisschen wehtut, der Abgang von Pasalic zum BVB 2. Und eben auch der gute Hottmann, der jetzt in der dritten Liga bei Türkgücü München spielt. Allgemeine Frage: Wie siehst du uns aufgestellt, was den Kader angeht für diese Viertligasaison? also man hat schon gemerkt, letztes Jahr war die Euphorie groß. Klar, wir sind immer neuer Aufsteiger aus der Oberliga frisch aufgestiegen, dort Meister geworden, nachdem die Liga annulliert wurde, beziehungsweise abgebrochen wurde. Dann ist man aufgestiegen, hat eine sehr gute Saison für einen Aufsteiger hingelegt, waren unter den ersten 10 Plätzen am Ende der Saison. Jetzt mittlerweile haben wir knapp, ja, was heißt knapp, wir haben 5 Spieltage hinter uns, haben davon leider nur 2 Siege geholt. Die Mannschaft ist auf jeden Fall reifer geworden, viele Abgänge leider auch. Viele Leistungsträger sind weg.
aus der letzten Saison, wie unter anderem Florian Kleinhansel und Manuel Reuter, die eben eine wichtige Position auch in der zweiten Mannschaft hatten. Die muss natürlich 1:1 irgendwie ersetzt werden, weshalb auch so viele Neuzugänge gekommen sind und die erstmal natürlich eingespielt werden müssen. Teilweise sind auch welche aus U19 hochgerutscht, wie zum Beispiel Julian Kudala, Jakob Suva oder Patrick Schott jetzt eben als zweiten Torwart mittlerweile oder dritten Torwart, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ich sehe uns eigentlich ganz gut aufgestellt, aber ich kann mir nicht vorstellen, jetzt nach dem Saisonstart, dass wir irgendwas mit dem Aufstieg zu tun haben werden. Vielleicht, gut, das kann sich noch ändern, wie gesagt, sie haben 5 Spieltage jetzt gespielt, beziehungsweise heute spielen eben auch noch welche, da wir heute Samstag haben. Und da bin ich jetzt mal auf den Saisonverlauf gespannt. Was will denn der neu, also ich weiß nicht, neu, am Center 220, da hat sich ja auch einiges umgestellt, Frank Fahrenhorst, neuer U21-Trainer oder VfB2, ich sage immer U21, VfB2, ist das das Gleiche eigentlich, wenn man von der VfB U21 spricht, oder ist eher VfB2 als Name etabliert? Also VfB2 hieß es früher, mittlerweile hat man ja damals dann die zweite Mannschaft quasi in VfB U21 umbenannt, ist eigentlich eine reine U23, trotzdem hat man sie eben als U21 genannt und ja, okay. Zweite Mannschaft ist eben noch so ein Begriff, das ist halt die zweite Mannschaft, früher hieß es noch VfB Amateure, mittlerweile ist es so, in der U21 dürfen halt nicht mehr als 3 Spieler in der Startformation stehen, die über 21 bzw. 23 sind. In dem Fall, wenn man zum Beispiel Sven Schiplock auf dem Platz hat mit Marc Stein und Richard Weil, dann dürfen eben keine weiteren über 23 oder 21 in der Startelf sein. Okay, also wahrscheinlich ähnlich wie so ein U21-EM-Kader oder auch fast ähnlich wie die ganzen Altersstrukturen bei Olympia damals. Frank Farnos kam ja, glaube ich, aus Schalke, gell? Was hat denn der für einen Fußball etabliert bei uns? Der hat eigentlich fast die gleiche Taktik verwendet wie Pellegrino Matarazzo in der ersten Mannschaft. Ein klassisches 3-4-2-1 mit 3 Innenverteidigern und LMRM, die sowohl defensiv und auch nach vorne offensiv gebunden sind. Weshalb schon die ein oder anderen Meckereien von den Außenspielern gab, dass wir immer die Linie hoch und runter rennen müssen. Ja, ansonsten, die Taktik passt auf jeden Fall ziemlich gut zu der Mannschaft. Wir haben jetzt nicht so viele Außenverteidiger, die vorne und hinten spielen können. Klar, mit Moussa Cissé hat man jetzt einen Linksverteidiger noch geholt. Da muss man mal schauen, wie der, ob der überhaupt konkurrenzfähig zu Ekin Chidebe ist, der ja auch von FC Nitra aus der Slowakei gekommen ist. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das heißt, wir haben beim VfB mittlerweile jetzt auch schon so ein bisschen durchgängiger eine Taktik entwickelt. Es ist immer so diese Traumvorstellung, so jeder Jugendbereich spielt den gleichen Fußball, etabliert einen ähnlichen Spielstil. Beginnt es jetzt auch schon über VfB 2 dann runter in die U19 und so weiter? Oder gibt es da andere Spielweisen, falls du da Einblick hast, bei Nico Willig beispielsweise? Also Nico Willig, da bin ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so top informiert, weil ich mich wirklich mehr auf die zweite Mannschaft sehr klar komme. Manchmal Spieler aus U19 hoch in die zweite Mannschaft, weil sie eben aushelfen müssen, wenn ein Spieler verletzt ist oder eben ein Spieler aus der zweiten Mannschaft wegen Corona in die erste Mannschaft hochgezogen wird. So Kaderauffüllung. Aber ich finde, das tut der zweiten Mannschaft auch gut, dass man eben die gleiche Formation benutzt wie jetzt Pellegrino Matarazzo in der ersten Mannschaft. Dann sind die Spieler schon die Taktik gewöhnt, die Formation gewöhnt und können sich auch leichter dann quasi an die Taktik bei der Profimannschaft dran gewöhnen. Ja, und bevor wir quasi zu den Spielen kommen, bisher sind es ja 5 Stück gewesen in der vierten Liga, was sind so 2, 3 Players to Watch so? Wer denn FIFA diese Players to Watch-Karte beim VfB 2? Players to Watch? Du meinst Wants to Watch, oder? Oder Wants to Watch, ja, wie auch immer, bin gar nicht mehr so tief drin. Wants to Watch sind ja Karten in FIFA, die sich pro Info immer upgraden. Ja, okay, dann meinte ich die, ja. Genau, die kriegt eigentlich in FIFA willkürlich wird einer ausgewählt, der eben neu zu einer Mannschaft gewechselt ist. Wie meinst du das jetzt genau? Also, ob es irgendwelche Neuzugänge gibt, die ziemlich gut eingeschlagen sind, oder? Neuzugänge oder auch schon etabliertere. Was sind so die Spieler, auf die man gucken kann beim VfB 2, auf die man vor allem achten könnte, dass die vielleicht mal in den nächsten Saisons vielleicht den Schritt noch höher machen, ob jetzt zum VfB richtig in die Profimannschaft rein oder eben dann leider, wie es ja öfter passiert, zu anderen Clubs eben den nächsten Schritt machen. Also ich denke mal, Alo Cool könnte vielleicht früher oder später jemand für die erste Mannschaft sein, genauso wie Jaden Bennett kam von Paderborn 2. Marco Wolf hat schon öfters jetzt bei der ersten Mannschaft mittrainiert. Manuel Polster, ein ziemlich, ziemlich gutes Spiel gemacht gegen Barcelona. Da hat man aus der eigenen Jugend jetzt Jordan Meyer ja hochgezogen in die erste Mannschaft, beziehungsweise in die zweite Mannschaft dann herabgelassen, weil man sich eben so entschieden hat. Ansonsten, gut,
Er könnte jetzt noch so in die erste Mannschaft hochkommen. Klar, Florian Schock jetzt als dritter Torwart, das auf jeden Fall. Sebastian Hornung hat zum Beispiel einen Profivertrag erst unterschrieben letztes Jahr. Da hätte man eigentlich gedacht, okay, er wird vielleicht dritter Torwart, Florian Schock Torwart bei der ersten Mannschaft. Ansonsten Matej Magliza, ganz großes Talent in der Innenverteidigung. Hat super, super Spiele gemacht. Klar, hat sich am Anfang auch eingewöhnen müssen bei der zweiten Mannschaft. Trainiert mittlerweile auch bei der ersten Mannschaft mit. Da sind wir mal gespannt, wie der sich so in den nächsten Jahren, ja, ob der sich einfügen kann in die erste Mannschaft. Genauso wie Falko Michel, super Freistöße im Mittelfeld. Da muss man mal schauen. Klar, es gibt viele Spieler, die eventuell Potenzial haben. Ich glaube, von allen Spielern ist der Traum, dass sie irgendwie mal Profi beim VfB werden. Nur leider schaffen es nicht eben so viele Sieger, wie viele Spieler intern in der Liga gewechselt sind, zu einem anderen Verein in der Regionalliga Südwest, und da teilweise nicht mal zum Einsatz kommen. Das ist ein bisschen Talentverschwendung und ich finde es da gut, dass es da beim VfB heißt, ey, du musst Abitur haben, dass du wenigstens, falls es eben nicht klappt mit der Profikarriere, etwas anders machen kannst. Ja, absolut. Da kommen wir quasi gleich dazu. Wir machen ganz kurz den Check des Saisonverlaufs bisher. Gestartet mit einem 0:3-Sieg in Koblenz. Dann gab es drei Pleiten in Folge, ein 1:3 zu Hause gegen Hoffenheim 2. Man hat mit 3:2 in Kassel verloren und dann auch gegen Waldorf mit 2:3 verloren. Und dann gestern am Freitag, 3.9., der Auswärtssieg 2:4 bei Mainz 2. War das auch so das Highlight-Spiel bisher? Weil Mainz 2 klingt für mich rein aus den Clubs. Wie gesagt, bin eher der Faktentyp, bin jetzt nicht so tief da drin. Dafür haben wir ja dich schönerweise hier. War das so das Highlight-Spiel bisher, 4:2 in Mainz zu gewinnen? Ich denke schon, also der 3-0-Sieg gegen Rot-Weiß Koblenz war schon toll. Klar, am Anfang, man war mit der ersten Mannschaft auch Erster in der Tabelle in der Regionalliga Südwest und halt in der ersten Bundesliga. 4-2-Sieg war ein ziemlich wichtiger Erfolg jetzt, auch wieder um Selbstvertrauen zu tanken nach den drei Niederlagen, nach der unglücklichen Niederlage, vor allem gegen Hessen-Kassel, gegen FC Waldorf Astoria, war es auch ein bisschen unglücklich, da haben wir 2 Elfmeter bekommen und jeweils 2 reingemacht. Leider, wie gesagt, gegen Hoffenheim 2, gegen KSV Hessen-Kassel, unglücklich verloren gegen Hessen-Kassel, gegen Mainz 2 jetzt, wie gesagt, ein ziemlich, ziemlich guttuender Sieg auch für Selbstvertrauen, in der Hoffnung, dass man eventuell jetzt auch wirklich wieder angreifen kann, dass man wieder, ja, den einen oder anderen Sieg jetzt holen kann in den nächsten kommenden Spieltagen. Bist du denn auch bei jedem Spiel, also vor allem die Heimspiele, bist du da immer am Start? Ja, also bei den Heimspielen bin ich eigentlich schon meistens am Start. Meistens geht für mich auch die zweite Mannschaft einfach vor als die erste Mannschaft, auch wenn jetzt die erste Mannschaft daheim spielt gegen Bielefeld zum Beispiel. Da ist für mich interessant, jetzt bei der zweiten Mannschaft zuzuschauen, weil es einfach viel interessanter für mich zum Beispiel ist, wie jetzt gegen Bielefeld, was eigentlich ja in der ersten Liga eigentlich ein Abstiegskandidat noch ist. Und ja, ob man jetzt gegen Bielefeld daheim verlieren oder gewinnen. Natürlich hoffen wir alle, dass wir gewinnen, zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber natürlich ist ja, der Frust groß, wenn man auch gegen Bielefeld dann verliert, aber damals zum Beispiel gegen Osnabrück in der Oberliga haben wir gegen Stuttgarter Kickers gespielt, ich glaube, da haben wir verloren, bin mir nicht mehr sicher, da haben wir gegen Stuttgarter Kickers gespielt, auf der Waldau und eben die erste Mannschaft gegen VfL Osnabrück, wo wir dann eine 2-1-Klatsche bekommen haben, glaube ich. Da war ich auch nicht so, da war ich eigentlich ziemlich froh, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Von der ersten Mannschaft. Ja, was kostet dann der Spaß, zu so einem U21-Spiel zu gehen? Also für, boah, da muss ich mal die Preisliste aufmachen. Also momentan ist es so, dass Dauerkartenbesitzer und Mitglieder 5 Euro, glaube ich, zahlen. Genauso wie behinderte Personen. Ansonsten Fritzl-Club-Mitglieder nicht, aber VfB-Jugendclub-Mitglieder kriegen freien Eintritt. Ansonsten kostet der Spaß um die 8 bis 10 Euro. Okay, und das ist ja dann im Schlienstadion. Wie viel dürfen da gerade rein mit Corona-Geschichten? Schienstadion nicht mehr. Schienstadion war mal. Nicht mehr, okay. Mittlerweile ist es nur noch auf dem Trainingsplatz 1. Im Schienstadion trainiert, so viel ich weiß, die erste Mannschaft mittlerweile fest. Die zweite Mannschaft spielt nur noch auf Trainingsplatz 1 oder gegen größere Gegner, eventuell dann oben auf der Waldau. Okay. Und wie viele Zuschauer kommen da so im Schnitt? Ich meine, nach Corona bestimmt auch sich was verändert, aber wie viel sind es Hunderte noch oder sind es schon mehr? Ja, also 100 bis 200 waren immer so standardmäßig. In den letzten Spielen, ich schätze mal, so 150 Zuschauer waren mindestens da. Sowohl Heim- und auch Auswärtsfans. Von Auswärtsfans reden wir vielleicht von, wenn es hochkommt, 10 Stück, die trotzdem dann ihren Dorfverein nächstes Mal unterstützen. Ja.
Dann kommen wir zum dritten Punkt. Wir haben es schon angesprochen gehabt. Das Thema, ja, Hochziehen oder das Thema Chancen für eben Spieler aus dem VfB 2 zu den Profis zu kommen in die Bundesliga. Wir hatten das aktuelle Beispiel auch gestern im Podcast behandelt von Florian Schock, der jetzt auf Transfermarkt.de tatsächlich schon, glaube ich, offiziell beim VfB drinsteht als dritter Keeper nach dem Abgang von Jens Kral, der eben aus dem VfB 2 kommt, 20 Jahre alt. Schönes Beispiel natürlich auch das Testspiel, haben auch schon angesprochen mit der Leistung von Polster, unter anderem gegen Barcelona. Ich meine, da waren es sieben, waren es acht Jugendspieler, die da gespielt haben, eben wegen dem Corona-Befall beim VfB. Trotzdem, was es auch wieder gezeigt hat, ist die Stürmermisere beim VfB gewesen. Jetzt haben wir die Neuzugänge, kommt wieder auf Fagir und es kommt Marmusch. Klar, Fagir auch ein Riesenname in Sachen Talente-Scouting, deswegen vergleichswert da schwierig. Du versuchst auch einen Kalajdzic zu ersetzen. Also ich weiß nicht, ob du unbedingt dann direkt einen Kuol hochziehen kannst, so Geschichten. Aber eben das eine Spiel, das wir hatten gegen Freiburg, wo eben die Stürmer noch nicht da waren, wo die Transfers noch nicht getätigt waren und wir stürmmäßig nur Al-Gadoui hatten, rein nominell. Selbst da wurde keiner hochgezogen. Sei es ein Shiplock, sei es ein Kohl, oder sei das heißt es auch ein Bennetz, der aus Paderborn kam. Du hast keinen hochgezogen von dort. Wenn ich jetzt mal beim VfB in den in den Kader reinschaue, sehe ich nominell gerade aktuell aus der Jugend ja den Herrn Schock. Und sonst kann man noch so ein bisschen nennen, einen Förster, weil er mal beim VfB in der Jugend war, hat natürlich die meisten Schritte dann woanders gemacht, wie bei Sandhausen. Didavi kannst du auch mehr oder minder nennen, der war ja auch ewig beim VfB in der Jugend, dann eben auch über Laien zu Nürnberg seine Schritte gemacht und noch das beste Beispiel, leider lange verletzt, ist ja dann auch noch Lilian Egloff. Aber das war's dann an Spielern, die kommen. Man kennt es jetzt eher, dieses typische Meme, vermisselt hat, der Leute aus Frankreich holt. Irgendwie vom Gefühl her verbaut man es so ein bisschen, die Leute aus der U21 oder auch schon aus der U19 hochzuziehen zum VfB. Klar, manche trainieren mit, auch einen Jordan Meyer haben wir ein paar Mal gesehen im Training, aber so richtig durchsetzen, so richtig das Top-Talent, was beim VfB sich etabliert hat, fehlt irgendwie seit einer Zeit. Da hat man noch einen Baumgartl im Kopf, klar, der aus der Jugend kam im VfB lange Stamm gespielt hat, aber vom Gefühl her war das mal besser oder man würde es sich besser erhoffen. Sind da jetzt eigentlich ganz provokante Frage, sind einfach diese Talente aus dem Ausland und die Talente von anderen Clubs, sind die einfach besser? Weil vor allem steht natürlich das Leistungsprinzip, wir wollen die besten Spieler haben in der ersten Mannschaft. Sind die einfach besser als die, die vom VfB 2 hochkommen? Oder woran liegt es, dass wir da quasi keinen sehen im Kader? Also besser finde ich nicht. Das ist immer so eine 50-50-Chance, wer jetzt hochkommt, wer nicht. Ich sag mal so, wenn Materazzi sagt, ey, den finde ich gut in der zweiten Mannschaft, den möchte ich in der ersten Mannschaft haben, dann ist es natürlich so. Da kann sich jeder anstreben, da kann der Marco Wolf 20 Tore in der Regionalliga Südwest schießen. Der wird dann vielleicht von Materazzi in die erste Mannschaft hochgenommen zum Training. Das ist jetzt übertrieben gesagt mit den Toren. Hat man ganz gut bei Marco Pasalic gesehen, hat jetzt knappe 20 Scorer in der letzten Saison gehabt, war einer der besten Spieler beim VfB und hat kein einziges Training mit der ersten Mannschaft absolviert, was ich persönlich nicht verstehe, weil es nicht sein kann, dass wenn man Leistung bringt, dass man dafür nicht belohnt wird. Deswegen, wenn jetzt ein Spieler wie jetzt, keine Ahnung, eben Mohamed Sanko aus England dann kommt für die U19, gilt als großes Top-Talent. Da fragt man sich, ja, sind die in der zweiten Mannschaft keine Top-Talente? Warum hat man überhaupt eine zweite Mannschaft mit so Spielern? Was passiert mit den Spielern auch danach? Weil, wie gesagt, viele Spieler auch dann Liga-intern wechseln, sei es Regionalliga oder je nachdem Oberliga, dritte Liga, je nachdem, wo man gerade spielt. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist ein bisschen, ja, wie nennt man das am besten? Talentverschwendung. Ja, was wir jetzt ja auch im aktuellen Kader hatten, noch an Talenten aus der Jugend sind ja Aidonis und Mack. Mack jetzt nach, oh Gott, mir fällt es lang nicht mehr ein. Wo ist denn der hin? Nach Ungarn war es, glaube ich. Und nun ist Aidonis ausgeliehen zu Dynamo Dresden, also noch ein bisschen der rein namentlich und so coolere Schritt ist. Und es ist ja auch kein fixer Abgang, so ist es eine Leihe für ein Jahr ohne Kaufoption zu Geschichten. Aber es fällt schon auf, so dieser Riesenruf von wegen, wir holen jedes Jahr zwei Jugendspieler hoch. Könnte ich jetzt hier auch statistisch nicht belegen, ob das mal so war, aber man hat vom Gefühl her früher noch mehr Leute aus der Jugend hochgeholt. Die Kakaos, die Gomez aus dem Jugendbereich, Khedira, Andreas Beck, schieß mich tot, diese ganzen Namen oder auch ein Baumgartel, den ich vorhin genannt habe. Da wundert man sich dann auch nicht, wenn in jedem Transferfenster dann drei aus Frankreich kommen und einer aus England, dass dann die VfB-Spieler aus VfB 2, aus VfB U19 dann den Weg woanders hinsuchen, oder? Also, wenn wir mal die Jahre zurückschauen, dann ist es so, dass wir damals unter Markus Weinzierl, wo wir abgestiegen sind, da hat man Leon Dajaku und eben Antonis Aidonis hochgezogen. Danach kam Luka Mack dazu.
Ansonsten habe ich eigentlich wirklich niemand in Erinnerung mittlerweile, der jetzt wirklich in der ersten Mannschaft, gut, Lilian Eckloff, der ist vielleicht noch die zweite Person, ansonsten davor, also der wirklich große Name, der jetzt aus der VfB-Jugend kommt, der ist vor ein paar Jahren eben zur Leipzig leider gewechselt mit Timo Werner. Ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Ja. Flache Dimo zum Beispiel war nach Timo Werner eben noch ein Abgang, bei dem man gemeint hat, hey, du bist nicht gut genug für die erste Mannschaft, komm, wir verkaufen dich. So nach dem Motto, jetzt ist der Champions League Torwart bei Benfica Lissabon ein paar Jahre später. Macht dort einen Riesenschritt. So wahrscheinlich auch der teuerste Transfer bald in der Premier League werden, so hieß es zumindest vor einem halben Jahr. Ja, leider sagt man es halt zu vielen Talenten, ey, du bist nicht gut genug, und dann sind es Weltstars geworden. Klar, man kann stolz sein, ey, die Spieler kommen aus der Jugend vom VfB, Toni Rüdiger, Joshua Kimmich, Thilo Kehrer, Timo Werner, Sami Khedira, Mario Gomez damals, Serge Gnabry, gibt so viele Spieler. Ich glaube, gefühlt die Hälfte der Spieler aus der Nationalmannschaft haben schon mal beim VfB irgendwo gespielt. Ja. Gefühlt. Da kann man zwar schon stolz drauf sein, aber besser wäre es natürlich gewesen, hätte man das Spiel auch behalten und was aus denen gemacht. Damals zum Beispiel war ja Joshua Kimmich an Leipzig ausgeliehen, dann kam er wieder zurück und wurde dann quasi von Bayern gekauft, aus dem Grund beim VfB, ja, der war nicht gut genug, der hat kein Potenzial für die erste Mannschaft. Timo Werner eben damals, ich will Europa mit dem VfB spielen, ist abgestiegen, wechselt er zu Leipzig. Ja, da gibt es viele Beispiele, gerade wenn die Namen halt eben eine große Karriere anstreben oder danach halt vollführen, wie, gut, Khedira ist noch ein positives Beispiel, weil ging es zu Madrid und so Geschichten, aber wenn die eben eine große Karriere haben, fällt es auch mehr auf, da gibt es bestimmt auch rein faktisch genügend, die dann sagen von wegen, yo, wir machen den nächsten großen Schritt. Mein Beispiel wäre jetzt hier zum Beispiel Leon Dayaku, der seinen großen Schritt so in Bayern gemacht hat, was damals auch schade war, aber irgendwo auch ein bisschen logisch, weil wie gesagt, wir waren in der Fünfklassigkeit und er hätte wenigstens dritte Liga spielen können, der beim Bayern auch mal irgendwie auf der Bank saß oder so, das war es dann auch. Dann zu Union ist jetzt und jetzt von Union aus in die dritte englische Liga zu Sunderland ausgeliehen ist. Also es gibt bestimmt auch viele Gegenbeispiele, die eben dann auch denken, wir machen den Schritt woanders hin und wo es nicht geklappt hat. Aber generell muss man schon das Fazit ziehen aktuell, dass da irgendwie der Durchlauf, die Tür ist nicht ganz zugeschlagen. Ein bisschen, das sagt ja auch immer, die Tür ist offen, aber man muss gefühlt noch ein paar Schritte mehr machen, um durch diese Tür durchzukommen. Vielleicht noch die weitere Tür mit quasi Konkurrenzkampf mit Neuzugängen aus dem Ausland, wie aus Frankreich, vielermaßen beim VfB. Man ist quasi noch eine zweite Tür dazugekommen, so. Die Tür, erstmal einen Schritt zu machen, sich selber zu entwickeln, um das Potenzial zu haben, reinzukommen. Da musst du quasi die zweite Tür auch nochmal durchtreten, die ein bisschen voreingebaut wird mit den ganzen Neuzugängen aus dem Ausland, den ganzen Talenten. Gerade wenn man in den letzten Jahren nochmal zurückschaut, gerade Beispiel Leon Dayaku, da ist so, ich will nicht sagen, dass er unbedingt aufs Geld ausgegangen ist. Klar, dritte Liga bei Bayern 2 ist natürlich schon was Cooles für ihn persönlich gewesen, beziehungsweise auch mal bei der ersten Mannschaft dabei zu sein im Kader. Trotzdem ist vielleicht der ein oder andere Schritt ein bisschen zu früh für die einen oder anderen Spieler. Beispiel jetzt aus der ersten Mannschaft, Silas wurde ein Angebot von Bayern bekommen und ich bin mir zu 100% sicher, dass Silas es nicht annehmen wird, weil eben schon sein Berater, sein Neuer, gesagt hat, ey, wir sind hier beim VfB, er kann hier spielen, wir wissen nicht, ob er bei Bayern auch noch spielt. Ja. Von dem her, es geht bei vielen Leuten manchmal ums Geld, manchmal sagen sie, hey, ich bin hier glücklich, ich kann hier spielen, ich weiß nicht, ob ich bei Dortmund oder Bayern auch noch spiele. Jetzt ist Leon Dayaku eben zu Bayern 2 gewechselt, hat dort ein paar Spiele gemacht, war auch bei der ersten Mannschaft öfters dabei, aber allein der Sprung in die erste Mannschaft zu Bayern ist viel, viel schwerer, wie jetzt von der zweiten Mannschaft vom VfB in die erste Mannschaft. Also ja. Ich finde, man hätte Leon Dayaku auf jeden Fall ausleihen müssen, vielleicht zu Bayern 2 ausleihen müssen, klar, einfach eine Spielpraxis zu sammeln, vielleicht mal ein Jahr nach St. Pauli in die zweite Liga und dann mal schauen. Mittlerweile, ja, Aidonis ist jetzt noch so ein Fall, okay, man hat ihn jetzt ausgeliehen in der Hoffnung, dass er eben noch einen Schritt weiter kommt, wenn er in der zweiten Liga jetzt öfters spielt. Ich glaube, er ist schon ein paar Mal eingewechselt worden bei Dresden. Ja. Bei Luka Mack ist so mittlerweile, er ist jetzt auch, wie alt ist er, 21, so viel ich weiß. Ja, ist fast zu alt, ohne halt die entsprechenden Einsätze in der ersten Mannschaft. Mittlerweile ist das so in der Liga, wenn du mit 17 kein Stammspieler bist, bist du kein Talent mehr. Ja. Beispiel Ansu Fati bei Barcelona. Ich glaube, mit 16 hat er sein Debüt gegeben. Ist ziemlich erfolgreich zu anderen Jugendspielern vom VfB. Kann man das nicht behaupten. Ja, hat jetzt auch die Nummer 10 bekommen bei Barca. Die großen Fußstapfen von Lionel Messi. Mal gucken, ob das
zu früh oder zu voreilig war, aber es ist auf jeden Fall auch was, worüber wir hier in den nächsten Wochen des Podcasts auch noch sprechen können und sprechen werden, je nachdem, wie sich halt die Saison entwickelt, wie sich einzelne Spieler entwickeln. Beim VfB ja leider auch nicht auszuschließen, dass nochmal irgendwo die nächste Großverletzung kommt. Vielleicht bekommt da doch irgendwo noch jemand seine großen Einsätze beim VfB in der Profimannschaft oder eben auch in Lilian Eckloff, der, ich meine, irgendwann im Oktober dann zurückkommt in die Profimannschaft. Mal gucken, wie der sich entwickelt. Ist ja so ein bisschen das Aushängeschild-Talent, was wir so ein bisschen aufbauen wollen, gerade beim VfB, wenn man so ein bisschen Mistentat und Hitzesberger da gehorcht hat. Aber thematisch wären wir damit durch für den ersten Podcast. Fand es sehr, sehr geil. Hab da sehr Bock drauf, das hier weiter fortzuführen in den nächsten Länderspielpausen. Und dann ein dickes Danke an dich. Und natürlich auch da, ich habe es vorhin schon gesagt in der Videobeschreibung, sehr weit oben, der Link natürlich direkt schon zu den VfB-Amateuren auf Instagram, wer da verfolgen will. Wie gesagt, hauptsächlich um VfB 2, dann folgt dem guten Marci da gerne. Es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, auch danke. Von meiner Seite aus. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Podcasts, die wir zusammen machen werden. Und ja, so lange ist es gar nicht mehr Richtung Oktober. Anfang Oktober ist, glaube ich, schon die nächste Länderspielpause. Ja, sind wir auf jeden Fall wieder am Start. Ganz genau. Und natürlich auch Ihren Kommentaren gerne alles da lassen, was ihr zur Jugend zu sagen habt. Oder ihr andere Meinung habt natürlich auch. So ein großes Streitthema, dieses Talent, das Talentthema. Vielleicht haben wir auch ein paar Kollegen, die es dem Marci ähnlich tun und auch zu vielen Spielen von der U21, VfB 2, U23, egal welchen Begriff ich hier nehme von den drei Stück, ihr wisst, was ich meine. Wer da Ahnung zu hat, gerne in die Kommentare. Sonst vielen Dank fürs Zuschauen. Auch hier gibt es die Quellenangabe wie immer unten in den Kommentaren. Also halt. Kader VfB 2, Kader VfB 1, das sind die großen Quellenangaben heute, aber sie sind trotzdem da. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns beim nächsten Mal.